Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen. Und niemand wird wirklich genau wissen, wo diese kleinen Dinge zu finden sind, die verknüpft sind mit einer Art von Handarbeitszeug, das durch die Verknüpfung verknüpft ist. So, damit du dich nicht wunderst, dass ich immer am Anfang ein bisschen ruhig bin, ich muss immer erstmal die Rauschunterdrückung kalibrieren. Das heißt, also ich mache immer 5 Sekunden Pause am Anfang, damit das halt auch alles wunderbar funktioniert. Ich ist gerade am Überlegen, wie ich das am besten mache. Das macht jetzt keinen Sinn, da jetzt irgendwie hier mit. Ja. Dann wie ein bayerischer Porno gerade. Ja. Das sieht gut aus, ja. Das ist ja. Ja, Poster gescheiten Oberweiten, ne? So, Ach du Scheiße, ey. Ja, natürlich. Das heißt Stuhl natürlich. So viel Zeit. So viel Zeit muss sein. Weil du vorhin sagtest, du hast da so leichte Knappheit an Holzauswahl. Also wenn du hier bei mir vorbeischaust, hier gibt es Dschungelholz, hier gibt es Akazienholz, hier gibt es Fichten habe ich natürlich hier auch. Magst du gleich schlafen gehen oder wollen wir Times a Day machen? Oh, aktuell Times a Day. Okay. Okay, das merke ich mir. Okay. Ich habe eine Schlucht gefunden. Ja, war ja auch eine bei dir in der Nähe. Nicht nur eine, sondern da war einiges. So, Time Set Day. Aber die ist schon teilweise ausgeleuchtet. Entweder ist das Lava, Madame Lava oder... Okay. Das sieht eher nach Lava. Nee. Das sind diese Glow-Dinger. Diese grünen da. Glowberries? Die Lieschen. Ja, genau. Aber sei vorsichtig, ich glaube, die machen kein Light Level und das. Ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber ich glaube, die machen kein Lichtlevel und da könnte man halt der Versuchung unterliegen, das nicht auszuleuchten weiter. Ich glaube, ja? Das sind hier diese Spaghetti-Dinger, die so länglich sind, ne? Spaghetti-Dinge, die so länglich sind? Ja, so nennt man diese Caves, die neuen. Irgendwie Spaghetti, Käse oder so. Also nach Lebensmittel. Dass man nicht andere Probleme Pizza hat. Pizza Margherita-Höhlen, was? Ja, die möchte ich auch gern sehen. Hätte ich Bock drauf. Aber so. Pizzatag war doch schon Sonntag. Ich will nicht nochmal. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin hier so ein bisschen gerade Schluck Wasser in Kurve mit meiner Denke. Meine Rübe funktioniert gerade mal wieder nicht. Ein gerader Schluck in Wasser in der Kurve? Ja, wie Schluck Wasser in Kurve? Ich habe wirklich verstanden, ein gerader Schluck. Nee, ich habe gesagt, ich bin hier gerade wie Schluck Wasser in Kurve. Das meine ich. Ach so. Ja. Boah, ey, das ist ja... Also ich denke mal, mit Kohle bin ich ausgesorgt die nächsten 50 Jahre. Aha. Das ist schön für dich. Oh ja. Mir geht's ungefähr, glaube ich, gleich. Also ungefähr, glaube ich, vielleicht. Ja, bei dir ist das vielleicht schon mal 45 Jahre. Ich weiß es nicht. Von da komme ich. Also noch vor kurzem... Dahin gehe ich. Aha, noch vor kurzem hatte... Sag mal, was mache ich denn hier... Das frage ich mich jeden Tag. Danke, Bruce Springsteen. Ich verstehe teilweise meine Motivation zu bestimmten Dingen nicht mehr. Oh oh. Schmutzfuß. Oh ja, das ist angenehm. Das befürworte ich. Die Schmutzfüße. Komm, ich hol dir einfach mal ein paar Kohle, genau, Kopfer. Kopfer. Le Kopfer? Ah ja, da hatten wir vorhin drüber geredet. Ja, ich weiß auch nicht, warum mich manche Leute mit YouTubern vergleichen, mit denen mich so gar nichts verbinde. Also ja, nicht mal das Genre oder so, ne? Und also manche Leute, ne? Ah, was ist das? Was machst du? Das weiß ich auch nicht.
Ich hab zurückgefunden. Huhu. Unglaublich. Hast du einen großen Ausflug gemacht, oder? Oh, nö. Aber ich finde ja wenigstens zurück, nicht wie gewisse andere Personen. Leute! Ich weiß nicht, wen ich gemeint habe. Den habe ich doch nicht gemeint. Den hast du nicht gemeint? Nee, überhaupt nicht. Nein? Doch. Irgendwie so. Son, genau, schon. Was ist das für eine Kacke? Ich habe hier, glaube ich... Moment. Ach so. Chère Madame Lava, blubbern. Ich wollte schon die zweite Werkbank bauen, obwohl ich eine in der Tasche habe. Ach, das kennst du doch auch von mir, ne? Die Welt der 100.000 Werkbänke. Ja. Ich glaube, da sehe ich dich als mein Vorbild. Weil ich das gerade nachmachen will. Okay. Ist ja auch nicht schlecht, man kann nie genügend Werkbänke haben. Oh ja. Legenden besagen, dass immer noch das eine blaue Bett in deiner alten Welt aus der Drunken Season heißt das ja, immer noch da irgendwo auf der Welt auf seinen Besitzer wartet. Ja, ach, da sind einige Betten, die auf mich da warten. Das Schlimme ist, ich weiß selber auch nicht, wo das ist. Ja, also so manches Mal. Ewigkeiten, ja. Also das Ding ist, das ist ja eine der Sachen, weshalb ich unbedingt, also ich bin ja immer noch an honk.de am Schrauben, damit wir eine schöne Community-Website kriegen. Und dann möchte ich ja auch eine Wiki haben. Und diese Wiki. Ich habe schwarze Füße gesehen, aber das war eine Illusion. Und diese Wiki möchte ich auch für die Zuschauer und für die Fans sozusagen, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, zugänglich machen, damit sie ja was reinschreiben können. Und da träume ich ja davon, dass sozusagen da auch eine Wissensdatenbank entsteht, wo dann solche Dinge drin sind, wo welches Bett vergessen wurde, wo welcher Hund gestorben ist und wie auch immer. Weil ich komme teilweise auch mit meinen Sachen durcheinander. Und dann komme ich teilweise durcheinander mit meiner privaten mit meinen privaten Spielwelten und dem Let's Play. Oder ich verwechsel das Englischsprachige, was im englischsprachigen Let's Play passiert ist, mit dem deutschsprachigen. Ja, meine Freundin hat mir das vorausgesagt. Scheibenkleister. Was los? Was passiert? Alter. Hast du was gefunden? Ja, irgendwas, was mir nicht gefällt. Ja, der Tod läuft mir hinterher. Oh. Ja. Wahrscheinlich, das, also. Das ist immer wieder eine Schwierige. Ich weiß nicht, ob es zu spummen ist, der Tod, oder Schmutzfuß. Wenn es nicht klönkert und nicht röchelt, dann ist es wohl ein Creeper-Schwein. Ja. Ich sehe aber keinen, der mir hinterhergelaufen ist. Boah. Den Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Aha. Um mal das, einer der Sätze aus Fallout New Vegas am Ende nachzusagen. Aber jetzt guck ich mal, ist das ein Schmutzfuß gewesen oder ein Creeper? Schwein. Schmutzfuß. Ein Creeper-Schwein. Ja, es war ein Schmutzfuß. Aha. Ja, dann hat es ja geröchelt wahrscheinlich. Ja, das habe ich aber nicht mitbekommen. Ich bekomme ja nicht mit, wenn Leute Asthma haben. Boah, ich bin heute ein Arsch. Wie war das noch? Einsicht ist der beste Weg und so? Besserung und hast du nicht gesehen? Ja, ja. So. Wenn man die Einsicht auch. Ja. Oh ja, das, ich glaube, ich lasse die Stelle offen, weil die ist so interessant. Heute mache ich etwas, das ich sonst normalerweise selten mache. Ich baue eine Treppe statt einer Leiter. Leiter! In mein Haus. Leiter. In das Obergeschoss. Das mache ich sonst nicht. Sonst normalerweise kommen da nur Leitern hin. Und also deine Zuschauer? Was? Kommen deine Zuschauer hin? Ja, manchmal. Weißt du, ich baue auch manchmal Hater in meine Häuser ein. Die kommen dann in die Wände.
Die werden da eingemauert. Alter! Ich hab irgendwie den, ich kann mich selber, kann mir selber einen Wegpunkt machen, oder was heißt Wegpunkt? Wie finde ich Zurückpunkt? Ich setze einfach eine Werkbank auf die Welt. Auf die Welt. Das wäre ich so wichtig. So, liebe Leitern von heute, ich muss hier mal weiterbauen. Leitern. ja. So, jetzt komme ich auch ins obere Geschoss. Boah. Die Autobahn ist mal wieder am Start mit Knattern. Was, wie? Ja, die Soundeffekte, wenn du eine Höhle gefunden hast. Ach so, die. Ja, ich höre da ja immer entweder einen U-Bahn-Zug oder den Flughafen. Dann höre ich aber auch so ein Knattern, so ein Brrrr. Ja. Also erstmal so ein Ding und dann so ganz lange. In Hühlen kann man auch gut knattern, das weiß ich von Madeira. Also ganz ehrlich, ich bin sehr interessant, wie das später in der Aufnahme alles klingt, wegen meinen Geräuschen und so weiter, die ich gerade mache. Ja, wie gesagt, das wird ein bisschen dauern, bis wir die Folgen jetzt hier. Ich habe jetzt gerade überlegt, es sind 15 Folgen, die ich mit Tobi und Kittenkurmler gemacht habe. Pi mal Daumen könnten weniger sein, weil du einige Überlänge machen musst. Ja, jetzt habe ich hier aber auch schon wieder, schon wieder 7 Folgen am Start. Läuft dann auch alles? Vögelchen. Ja, es läuft alles. Sprauch eine Tür. Sprauch. Ja, eine Sprauchtür. Okay. Schlafen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich kann jederzeit ein Bett platzieren. Ja, ich kann schlafen. Okay. Du solltest das Bett auch möglichst. Du solltest ein stationär haben. Gesetzlich. Ja. Jetzt habe ich eine Mischung aus Spanisch, genau, Bayerisch und hier Norddeutsch gemacht. Jo. Nee, du solltest immer ein Reisebett haben und eine stationär, weil das Teil ist, wenn du es immer abbaust, dann ist es auch mal ganz schnell, dass du hier beim Spawn spawnst, ne? Also beim Spawn. Es wäre mir ein großer Anspawn, das nicht zu machen. Ja. Oh ja, ich habe eine andere Idee. Ich setze jetzt Türen, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Bist du denn schon richtig weit mit deinem Hausi? Nicht mal ansatzweise. Na gut, dann. Also ich baue jetzt hier schon meine zweite Etage rein. Also das wird mein Schlafzimmer und Zumal ich muss damit leben, dass ich erstmal Terraforming begehen muss. Oh, das ist so nervig. Ich glaube, ich baue doch was anderes. Das bleibt alles dir überlassen, lieber Kevin. Der liebe Kevin. So. Also so langsam sind auch meine Batterien so ganz klein wenig alle. Aber noch Von dir selber oder von deinen Gerätschaften? Nein, also von mir selber. Ich sag ja, war heute kein einfacher Tag und es wird nicht einfacher. So, liebe Leute, jetzt haben wir hier noch. Auf welcher Höhe bin ich? 61, ne? Das wird ein bisschen dauern. So. Ist gut jetzt, oder was? Ja, ich bin auch mal gespannt, wie diese Aufnahmesitzung hier ist, weil es ist natürlich immer unterschiedlich. Es ist immer unterschiedlich, wer dabei ist, also wann auch immer. Was sag ich hier eigentlich? Nee, also es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wer dabei ist, wie sich das Ganze gestaltet. Da sind dann auch, also hier ist zum Beispiel jetzt nicht so viel Geblödel wie mit... mit Kiosch, nicht mit Kiosch, mit Kittenkurmler und Tobi. Mhm. Also das soll jetzt nichts heißen, aber es ist halt weniger geblödel, das ist klar. So. Oh. Ja, schließlich will ich das nicht das gleiche haben wie ein gewisser. Aber solange du hier nicht mit 100 Phonen ins Mikrofon furzt und so weiter und das ganz toll findest, ist hier alles in Ordnung. Also, und
Ich sag dir schon, wenn der Humor, also ich bin ja nun auch kein Kind von Traurigkeit und mein Humor ist manchmal auch an der untersten Kante irgendwie angesetzt. Aber ich sag dir schon Bescheid frühzeitig, denn das wird mir auch nie wieder passieren, dass ich mit jemandem ein Let's Play mache, wo ich dann hinterher in die Tischkante beiße, wenn ich schneide. Also das ist, nee, mach ich nicht mehr. Ich habe nicht umsonst zwischenzeitlich nicht nur mit dem Gedanken gespielt, sondern wirklich war mit mir eigentlich schon im Reinen, kein Multiplayer-Let's Play mehr zu machen. Also, aber dann... Da bin ich ja dazu gekommen. Dann hat der... Nee, das, also, das war mir eigentlich vollkommen egal. Also ich war eine Zeit lang wirklich drauf und dran, nie wieder ein Multiplayer Minecraft-Let's Play zu machen. Weil ganz einfach das zum Abgewöhnen war in verschiedenster Hinsicht. Aber dann hat der gute Kittenkurmler gesagt, oh, bitte mach doch mal oder so. Ja, und wenn man halt nett bitte sagt, dann sage ich auch nett danke und so hat sich's auch. Ja. Ich bin eigentlich, also es gibt ja Leute, die meinen, trotz dass ich eigentlich, ich glaube, ich mache keinen humorlosen Eindruck, oder? Du hast einen eigensinnigen. Ja, nee, also es gibt Leute, die der Meinung sind, ich wäre humorlos und würde keinen Spaß verstehen. Oder ich wäre hasserfüllt oder was auch immer. Nö, eigentlich nicht. Und ich wollte eigentlich sagen, manche Leute meinen halt, ich würde nie nachgeben. Ich würde immer meinen Kopf durchsetzen. Ne? Und würde alles in putinesker Manier entscheiden. Ne? Also, ja. Wenn die mich mal kennen, darf ja nicht vergessen, du bist der Inhaber von allem, was hier gerade leibt und lebt. Ach, das ist gar nicht das. Die Sache ist, natürlich, ich möchte nicht, dass der Kanal in Gefahr gebracht wird, nur durch. Also, Humor geht so lange, wie niemand Schaden nimmt, ne? Das ist das richtig. Ich möchte halt mit diesem Kanal noch etwas länger Spaß haben und das dürfte verständlich sein. So. Ach du meine Güte, das ist mal wieder eine Materialschlacht. Wir haben etwas Eisen gefunden. Das ist hier mal wieder eine Materialschlacht, Kevin. Also mein Langhaus hier verschlingt das Material einfach nur so weg. Aber das ist immer so. So, wie hoch will ich das denn machen, ehe ich, ja, Moment, das muss ich andere Art und Weise bestimmen. Jetzt bestimme ich mal. Hier bleibt alles genauso, wie das ist. Oh ja. Ich wusste nicht, was das für ein Vögelchen war, ich habe halt nur immer wieder Ausschnitte gesehen davon. Und dann habe ich tatsächlich mich mal rüber informiert. Und das ist ja wieder so eine Reality-Kacke irgendwie gewesen. Und ich bin absoluter Fernsehfeind. Und ich weiß warum. Ja. Ich weiß, das siehst du anders, Kevin. Guck auch schon lange nicht mehr. Guck auch schon lange nicht mehr. Okay. Das ist sehr sympathisch. Ich hab's aber nicht wegen dir. Okay. Ich hab's ja, schon vorher angedeutet, genau. An dir. Ja. Nö, also ich würde auch nicht annehmen, dass irgendjemand seine Konsumeigenschaften oder sein Konsumverhalten wegen mir ändert. Und das wäre mir. Aber ich muss sagen, du hast mir die Liebe, oder was heißt Liebe, aber das den doch, sag ich einfach mal, Liebe zum Tee zurückgebracht. Ja, das ist auch eine gute Sache. Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine interessante Sache. Nee, das ist auch ein gutes Ding. Also Tee geht nichts drüber. Ich trinke auch ganz gerne mal eine Cola. Kriegt meine Freundin immer einen Anfall von, wenn sie sieht, dass ich Brause oder Cola trinke. Weil
Bist nicht sie ist vegan. Ja, nee, sie ist so ein bisschen gesundheitsfanatisch, sagen wir so, ne? Und sie mag zum Beispiel auch alles, was mit Aromen, ne? Wenn sie auf irgendeiner Verpackung sieht, dass da Aromen drin sind, auch wenn das natürliche Aromen sind, nein. Das wird nicht gegessen, weil das ist ja krebserregend und so weiter. Und das wird auch nicht getrunken. Das Einzige, wo ich keinen Spaß kenne, das sind Süßstoffe, so Aspartam, Nutras, wie der Scheiß, ne? Also, ich finde, das ist widerlich. Und da habe ich auch immer so ein Gefühl irgendwie von Metall im Mund. Ich weiß auch nicht, warum. Also so, wenn ich irgendwie, ich merke das sofort, wenn ich merke auf zwei Arten und Weisen, wenn irgendwo Süßstoff drin ist. Einmal, dass sich mein Magen verkrampft, und zwar augenblicklich. Sobald ich irgendwas mit Süßstoff, das kann noch so gut getarnt sein, und es gibt wirklich Lebensmittel, wo der Süßstoff gut getarnt ist. Watch it, man, see, go.